Hoho Leute, und jetzt kommt, wie vorhin angekündigt, mein Kaufvideo. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, mir erstmal den Red Roan zu kaufen. Das liegt einfach daran, dass der Buckskin hier hinten, der sieht für mich meinem Araber Pinto Buckskin Checken einfach zu ähnlich. Ansonsten hätte mir der auch hier auch ganz gut gefallen. Und den Apfelschimmel werde ich mir bei meinem anderen Account kaufen. Deswegen würde es jetzt der Red Brown. Der hat auch wirklich ein niedliches Gesicht. Die schmale Blässe gefällt mir auch gut. Oder das ist ja eher ein Stern. So, mal gucken, was wir über ihn nennen. Einfallslos mit dem Namen Silberfighter. Frogmaser war ja auch gut. Nova, die ist auch nicht schlecht. Ach, ich nenne die jetzt einfach mal so. So, dann teleportiere ich mich jetzt zum Heimatstall, lege ihm ein Outfit an und dann. So, hier bin ich wieder auf meinem kleinen Ruby Nova. Ich habe ihm jetzt mal das Set aus dem Shopping Center dran gemacht, was vor gar nicht so langer Zeit rausgekommen ist. Mit der weißen Trense, dem weißen Sattel und dem dunkelgrünen Satteldecke. Und den dazugehörigen Schleifen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich es dran lasse. Aber so, dann fand ich es erstmal ganz passend. Dann schaue ich mir mal die Mähnen an. Das ist einmal die kurze Mähne. Ja. Okay. Gut. Ist jetzt neu gemacht, dass sich das Pferd dreht? Oder ist es ein Fehler? Jetzt sehe ich zumindest die Mähne nicht mehr. Rubinova, kannst du dich noch mal ein Stück drehen? Juhu. Ah, so ist das gut. Nee. Bleib mal. Ja, okay. Ja, also die kurze Mähne, ja, ist jetzt nicht so mein Geschmack. Also die gefällt mir meistens nicht so gut bei den Pferden. Ich finde, die sieht auch einfach zu zackelig jetzt aus bei ihnen. Die Zöpfchen. Na, jetzt sind sie wieder gestreckt, aber so, nee, so sehen die Zöpfchen schon ganz niedlich aus. Die sind schön eng zusammen. Doch, die würden ihm gut stehen, finde ich. Den Schweifer kenne ich jetzt nicht so gut, aber. Ich finde, der sieht auch ganz gut ausgearbeitet aus. Diese Mähne, na gut, die sehe ich jetzt nicht, weil er gerade auf der anderen Seite ist. Na, dreh dich doch mal ein bisschen. Zumindest der Schweif sieht, soweit ich das von hier sehen kann, ganz in Ordnung aus. Ah, er dreht sich wieder.
Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib. Bleibst du? Ja, gut. Jetzt geh mal kurz drauf. Ja, doch. So gefällt mir das ganz gut. Der Schweif sieht, denke ich, ganz gut aus. Wobei, wenn ich jetzt hier so sehe, ist er so ein bisschen verwaschen. Aber gegen den normalen Schweif ist das gar kein großer Unterschied. Also ich denke, der Schweif sieht ganz gut aus. Und die Mähne selber gefällt mir auch gut. Doch, da sieht man auch ein bisschen die Strähnchen dran. Doch, ist ganz schön. Gut, dann die nächste Mähne. Ja, sieht auch ganz gut aus, doch. Ist ja eigentlich ähnlich ausgearbeitet wie die davor, nur ein Stück länger eben. Doch, gefällt mir auch ganz gut. Ich denke, dass ich jetzt die Originalmähne lassen würde. Aber so sieht sie schon auch ganz gut aus. Ich sehe den Pony jetzt nicht so ganz von hier. Position ist jetzt gerade ein bisschen. Ja gut, der Schweif. Ja, der Schweif ist auch ein bisschen verwaschen, aber es geht eigentlich noch, finde ich. Geht noch in Ordnung, doch. Ich muss nur mal, ob ich den Pony nochmal sehe. Doch, die Mähne ist ganz schön. Ich denke, das wäre jetzt schon meine zweite Wahl, wenn ich jetzt nicht die Originalmähne behalten würde. So, dann schaue ich mir mal die Gangarten an. Das mit den Mähnen hat jetzt ein Momentchen gedauert, dadurch, dass sich das Pferd ständig gedreht hat. Ich gehe dafür einfach mal hier auf eine freie Fläche. So. Der Schritt. Ich finde, der Schritt sieht nicht schlecht aus, aber ich finde ihn ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er bewegt sich nicht so richtig in einem Viertakt, wie das bei einem Schritt wäre. Seht ihr das von der Seite? Das sieht ein bisschen fast aus, als würde er so einen Passgang gehen. Obwohl der Pass ist ja eigentlich eher statt dem Trab, also ein bisschen schneller. Aber da er die Beine vorne und hinten fast gleichzeitig vorwärts bewegt, sieht es ein bisschen aus, als würde er in einem Schritt im Pass gehen. So von vorne, aber da sieht man es auch aus. Fällt nicht ganz so auf. Von vorne sieht das schön aus. Sieht wirklich aus. Ich liebe ja dieses Gesicht. Er hat so einen absolut niedlichen, liebenswürdigen Gesichtsausdruck, finde ich. Dann schaue ich mal den Trab an. Nein, Trab. Der Trab ist schön, da kann ich gar nichts gegen sagen. Die Kopfhaltung gefällt mir gut. Die Bewegung der Hinterbeine sieht ein bisschen komisch aus. Ich finde hier, wo er sich zieht, die Beine wirken hinten so leicht gummimäßig. Aber wirklich nur leicht, also das sieht in Ordnung aus. Das sieht gut aus. Ansonsten sieht der Trab echt schön aus. So von schräg vorne sieht er echt super aus. Der Seite. Ja, dann mal den leichten Galopp. Gegen den leichten Galopp kann ich jetzt nicht sagen, der sieht gut aus. Ich finde, es fehlt ein bisschen der Schwung. Gut, es ist eben ja auch der leichte Galopp. Klein bisschen fehlt der Schwung. Aber doch, sieht gut aus. Ich muss sagen, dieser mittlere Galopp gefällt mir wirklich gut. Die Kopfhaltung von dem Pferd ist ja fast ideal. Die Beinbewegungen sind super, sehen wirklich schön aus. Die Bewegung des Schweifs wirkt weitgehend natürlich. Die Ohren sind aufmerksam nach vorne. Also ich muss sagen, das gefällt mir wirklich richtig gut. Das sieht toll aus. Also. Okay, und jetzt die schnelle Gangart. Also der schnellste Galopp, Jagdgalopp.
Ups. Okay, es wurde jetzt ein bisschen ausgebremst. Okay, nochmal. Ja. Sieht in Ordnung aus von den Beinbewegungen her. Ich meine, macht wirklich den Eindruck, als ob er wirklich Schwung drin hat, als ob er wirklich richtig Tempo gibt. Sieht schon schön aus. Die Kopfbewegung kommt mir jetzt gerade ein bisschen sehr vor, aber gut, er muss ja von irgendwo auch den Schwung holen. Ne? Ja, nee, finde ich gut. Gefällt mir gut. Dann schauen wir uns mal die Sprunganimation an. Ja. Sieht gut aus. Also ich finde es schön, dass er die Beine auch nach hinten nimmt und nicht unter den Bauch zieht, wie das manche Rassen machen. Weil das bei Pferden ja eigentlich fast gar nicht so vorkommt. Der Sprung sieht wirklich schön aus. So. Dann die Steiganimation. Ganz normale Steiganimation, würde ich sagen, wie bei einigen anderen Rassen auch. Also passt zu ihm, passt zu der Rasse. Dann das rückwärts richten. Sieht ja süß aus. Guck mal den Blick, wie er nach hinten guckt. Sieht wirklich aus. Doch, sieht schön aus, total süß. Und dann zum Schluss werde ich mir nochmal seine neuen Animationen überhaupt angucken. Also im Stand. Ja, mein Schöner. Ein Stück zurück. Ja, er kann. Nee, er frisst nicht, oder? Er schnüffelt den Boden ab. Das ist auch neu. Oder das Schütteln. Dieses Schütteln ist auch neu. Grundsätzlich hat er so alles weitgehend neue Animationen bekommen. Ne? Dieses Schnüffeln am Boden. Das Kratzen am Vorderbein. Diese Schüttelanimationen. Oder diese Ohrbewegung zum Leiter, wenn er so rumhorcht. Das sieht ja auch irgendwie süß und irgendwie lustig aus. Wenn er das Ohr so ganz zur Seite nimmt, sieht das unnatürlich aus, aber irgendwie sieht es lustig aus. Schopf wirft er hoch. Ich steck mal ab, gucken, ob er dann was anderes macht. Ich schnüffel den Boden ab. Er schabt sich am Bein. Na, das sind dann ungefähr die gleichen Animationen. Nee, doch, er frisst auch. Er schnüffelt nicht nur den Boden ab, er frisst auch. Und kaut dann noch. Da haben sie aber wirklich gut das natürliche Verhalten nachgestellt. Das machen die anderen Rassen nicht so. Auch diese Nüsternbewegung, wenn er so ein bisschen in der Gegend rumschnuppert. Wirklich schön.
finde ich ja toll, dass er auch dafür, dass er so viele neue Animationen bekommen hat, den Preis von 810 Starcoins hat. Der gefällt mir richtig gut. Er hat so ein süßes Gesicht. Hier zwischendurch zur Reiterin guckt. Gut, eigentlich guckt er nur zur Seite, aber weil sie jetzt hier so steht, sieht es ein bisschen aus, als ob er mal zu ihr guckt. Nee, echt süß. Gut, das könnte mir das Führen vielleicht noch angucken. Komm mal mit. Hier lang. Ja, gut, das Führen sieht eben grundsätzlich aus wie die Schrittbewegung. Bisschen langsamer. Ja. Aber das war's dann auch erstmal. Ich sollte jetzt eigentlich alles gezeigt haben. Ja, niedlich. Okay, Leute. Ja, ich sollte alles gezeigt haben. Und ich werde sicherlich nochmal ein Kaufvideo hochladen, wo ich dann den Apfelschimmel kaufe. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Connemara Pony. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.